Nicht zu wissen, wer die eigenen Eltern sind, das kann einen jungen Menschen fürchterlich belasten. In dem Kinofilm, den wir Ihnen jetzt vorstellen, geht es um die schmerzhafte Suche einer jungen Frau nach ihrer Mutter. Als sie sie dann findet, fängt das Drama aber erst richtig an. Denn die Tochter hat herausgefunden, dass die Mutter eine untergetauchte ehemalige Terroristin ist. Es kommt der Tag mit Iris Berben und Katharina Schüttler. Andreas Lug über eine unglaublich intensive Geschichte zwischen zwei Frauen und zwei Generationen. Wie hast du mich gefunden? Das Bild in der Zeitung. Und warum hast du nicht gleich gesagt, wer du bist? Du sagst doch auch keinem, wer du bist, oder? Oder weiß hier irgendeiner, wer du bist? Judith, die frühere Terroristin. Jetzt ist sie die Frau eines Winzers im Elsass, gleich hinter der deutschen Grenze. Die Frau mit Vergangenheit hat sich eine neue Identität geschaffen. Niemand kennt ihr Geheimnis, bis Alice auftaucht. Ihre Tochter, die sie einst bei Adoptiveltern zurückgelassen hatte. Und was erwartest du jetzt von mir? Nichts. Was heißt das nichts? Von dir erwarte ich nichts. Warum bist du dann hier? Du fragst, warum ich hier bin. Was die Tochter einfordert, ist ja, Klartext zu sprechen, dass sie nämlich diese Ideologie über eine Mutter-Tochter-Liebe gestellt hat. Ich finde, dass es wichtig ist, dass man sie, und das versucht sie auch klarzumachen, begreift aus einer Zeit heraus, nicht aus dem jetzigen Nachhinein heraus, wo man es analytisch betrachten kann. Filme über die RAF-Terroristen gab es schon viele. Es kommt der Tag, erzählt das Drama neu und sehr persönlich. Judith findet im Gepäck ihrer Tochter Fahndungsfotos von damals. Sie ist alarmiert. Alice, das verlassene Kind, hofft, die Verletzung zu heilen. Judith soll ihre Schuld eingestehen, vor ihrer neuen Familie. Auf ein ganz besonderes Essen. Was will man von der Mutter, die einen 25 Jahre vorher im Kinderbettchen noch mal auf die Wange geküsst hat und dann gesagt hat, schlaf gut, und nie wiedergekommen ist, möchte man nicht hören, okay, wir können reden. Frag mich doch, hast du eine Frage? Willst du irgendwie wissen, warum ich gegangen bin oder so? Sondern die will was anderes, die braucht was ganz anderes. Und das gibt ihr die Mutter gar nicht. Das Dilemma der Weltverbesserer, sie vergessen die Menschen. Der Film fragt nach, was ist wichtiger, gesellschaftliche Veränderung oder privates Glück, Ideale oder Familie? Mein Vater hat gesagt, du hast dein Kind verlassen für ein Hirngespinst. Das war kein Hirngespinst. Wenn du das wirklich glaubst, dann hast du immer noch nichts begriffen. Ach, aber du glaubst, du weißt schon alles. Die Mutter soll sich stellen, verlangt die Tochter. Ich will, dass du es tust. Wer gibt dir das Recht, hier den Richter zu spielen? Wer? Judith will sich nicht stellen. Weder der Polizei noch sich selbst. Ihre Vergangenheit. Niemand kann es sich vorstellen. Warum bist du nicht ausgestiegen? Warum bin ich nicht ausgestiegen? Revolution, was hätte dir das denn gebracht? Ich hätte im Knast gesessen. Ich hätte meine Mutter gekannt. Das Mutter-Tochter-Drama, auch das Duell zweier Schauspielerinnen. Katharina Schüttler im Film Ein unversöhnlicher Racheengel und Iris Berben. Lange war sie nicht mehr so gut. Das hat sich wirklich so angefühlt beim Drehen, als hätten wir so verschiedene Ringkämpfe, Boxkämpfe, wo wir in den Ring steigen und dann wissen wir, dann kommt die Schlacht und dann kommt der Kampf. Das war schon, das stand im Raum. Wir wollen gemeinsam, und das konnte man nur gemeinsam stemmen. Aber da war eine ungeheure Distanz zwischen uns. Wir kämpfen jetzt aufs Blut. So, wir kämpfen, bis der eine nicht mehr kann. Und jeder hofft, es ist der andere. In der letzten Klappe haben wir uns weinend in den Armen gelegen. Also das war so intensiv. Alice, das wütende Kind. Jetzt erfährt auch Lukas, ihr Halbbruder, wer sie wirklich ist. Was soll das? Ich heiße nicht Mia. Ich heiße Alice Rübker. Und die da, die hat mich geboren. Es geht um seelische Abgründe, innere Wunden. Mal nicht um Abrechnung mit den Tätern. Der Terrorismus aus der Perspektive von zwei Generationen. Noch einmal 68 und die Folgen. Ich rede jetzt nicht vom Terror, ich rede von der Bewegung der 68. Es ist schon auch ein Beginn von der wirklich gelebten Demokratie gewesen, sich einzubringen, Haltung zu haben, Stellung zu haben. Das ist
war auch eine andere Welt. Und genauso wie jetzt meine Generation wieder in einer völlig anderen Welt lebt. Es hat sich so viel getan. Aber auch ein Konflikt, wenn man so sieht, einer Generation heute, die mit der Zeit gar nichts zu tun hat und zu tun haben will. Jetzt politisch zu sein, glaube ich, ist viel, viel schwieriger. Also es ist eine ganz andere Kiste in so einer globalisierten Welt, wo man irgendwie lebt. Und es war irgendwie was anderes als die 68er, die so ein klares Feindbild hatten. Für Judith kommt der Tag der Wahrheit, das Ende der Verdrängung. Welche Konsequenz sie zieht, bleibt offen. Der Film packt das komplexe Thema Terrorismus neu an und fragt, wie weit darf man für seine Ideale gehen? Alice hat Judiths Lebenslüge zerstört. Jetzt ist sie frei fürs eigene Leben. Doch man ahnt, erledigt ist das Thema auch für sie noch lange nicht. Toller Film.